In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Sonntag, ich glaube der 4. Ja, Lina ist immer noch krank und ich glaube, wir fahren heute ins Krankenhaus, wenn es nicht besser wird. Weil ich will, dass sie heute Nacht ruhig schläft und ein bisschen runterkommt. Tut mir so leid. Also, es ist voll komisch mal. Also, es war jetzt 3 Tage komplett weg und jetzt ist es auf einmal wieder da. Voll schlimm. Auf jeden Fall will ich auch ins Krankenhaus fahren. Indoor-Spielplatz wird leider nichts, weil sie ist krank, hat keine Kraft. Wir spielen jetzt mit Fulkan und ich räume jetzt hier ein bisschen auf. Wollte gleich auch kochen. Für Lina gibt es dann was, eine warme Suppe. Und für uns gibt es Essen aus der HelloFresh-Box. Das zeige ich euch mal gleich. So, ihr Lieben, ich wollte euch jetzt zeigen, was in der HelloFresh-Box drin war. Und zwar 3 prall gefüllte Tüten. Vor allem diese Tüte ist total schwer. Ich weiß gar nicht, was drin ist. Ich habe auch noch nicht reingeschaut, ehrlich gesagt. Die Box ist gestern angekommen. Aber dann hat die entgegengenommen. Und ich habe die auch direkt in den Kühlschrank gepackt. Und wie man sieht, ist das Gemüse wieder komplett frisch. Also, der hat auch den Test gestern gemacht. Hier ist aber auch viel drin. Was ist das denn? Ach, rote Beete. Cool. Es gibt wieder was mit rote Beete. So, ich zeige euch mal die Rezepte diese Woche. Es gibt einmal herzhaften Portobello-Pilzburger mit Kartoffelwedges, Zwiebellade und Creme Fraiche. Okay, darauf freue ich mich. Wir hatten ja vorletzte Woche das mit Auberginen. Dann einmal Risotto mit Safran. Risotto habe ich eigentlich gesagt noch nie gegessen. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Voll viele reden das ja voll gut und voll lecker und voll schön. Da bin ich echt gespannt, wie das schmeckt. Und einmal Quinoa, Chili mit Paprika und Bohnen. Dazu selbstgemachte Gremolata. Okay, da bin ich mal gespannt. Hier haben wir übrigens noch extra eingepackt gehabt mit der Kühlbox. Ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Cheddar. Und einmal Creme Fraiche. Dann haben wir hier Tomaten, getrocknete Tomaten, Parmesan. Und hier haben wir Joghurt. Ja, jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal für Lina eine Suppe und danach machen wir hier gemeinsam was aus der Box. So, ihr Lieben, wir wollten ja ein Rezept zusammen kochen aus der HelloFresh-Box. Ich habe mich jetzt für Quinoa, Chili mit Paprika und Bohnen, dazu selbstgemachte Gremolata entschieden. Und was wir dafür brauchen, eine Paprika, Knoblauch, hier ist so eine Gewürzmischung, Quinoa natürlich, Joghurt, Petersilie, Paprika, Kidneybohnen, gestückelte Tomaten, ist auch Bio, das muss ich dazu sagen. Dann haben wir hier eine rote Zwiebel und eine Zitrone. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Also ich habe einmal Quinoa gegessen, auch aus der Box, und das hat super lecker geschmeckt. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier schmecken wird. Sieht auf jeden Fall appetitlich aus. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.
So, ihr Lieben, das ist jetzt das fertige Essen. Eigentlich kommt dazu noch diese Soße, aber ich habe leider keinen Pürierer da. Das macht man halt mit der anderen Knoblauchzehe. Ich habe ja nur 2/3 reingetan von der Knoblauchzehe und dann kommt da noch Zitronensaft, Olivenöl, Wasser, Salz und Pfeffer. Dann macht man halt diese Cremolata. Ja, wir essen jetzt natürlich Joghurt dazu. Ich denke mal, mit Joghurt schmeckt das viel, viel besser. Also, das schmeckt so schon gut, aber mit Joghurt wird das nochmal einen Ticken besser schmecken. Ihr wisst, ich esse zu allem Joghurt. Zu allem. Und mit meinem Code könnt ihr immer noch 30 Euro auf jeweils 2 Boxen sparen. Unten sind natürlich die genauen Informationen. Ich verlinke euch alles unten. Und in der Infobox findet ihr die Seite von Hello Hello Fresh. Also die YouTube-Seite. Lina lenkt mich gerade total ab. Sie hat nämlich den Joghurt in der Hand. Gibst du mir das bitte? Dankeschön. So, ich habe jetzt für Lina so eine Suppe gemacht. Die ist super, super lecker. Da ist ein bisschen Chili und so drin. Ja, die essen das jetzt natürlich ganz zusammen. Das war fertig. Heiß an den Üff, einen Üff, ja, Üff, ja. Nein, das ist schlecht. Von wann ist das? Von dem. Ach so, ich glaube, das ist zu wenig. Ist immer noch heiß? Zu deinen anderen Geld wünschen. Ich habe hier ein paar Lambert Adresse, ne? Oh, lau! Ich wollte auch schon mal bei mir Menschenskinder hier. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen. Lina hat komplett alles ausgekotzt. Also die komplette Suppe, was sie gegessen hat. Ich dachte mir, jetzt fahren wir mal ins Krankenhaus zur Sicherheit. Ja. Sicher ist sicher. Mal schauen, was er sagt. Ich hoffe, der kriegt was Gutes verschrieben, damit die so schnell wie möglich gesund wird. Ja, Lina, euch? Hallo, zeig mal deine Mütze. Oh, hallo? Elsa. Hast du gesagt, dass du krank bist? Nein. Deine Zuschauer wissen Bescheid, oder? Nein. Nein? Willst du nicht sagen, dass du krank bist? Was? Was hast du denn? Das? Hast du Halsschmerzen, Fieber? Ja. Was noch? Du hast heute gekotzt. Sag doch, ich hab mich irgendwas übergeben. Du hast doch deine Hände gewaschen, Lena, gerade. Nein, hast du doch gerade gewaschen, mach ich allein. Lina, Lina. Auf damit. Aber es geht kaputt. Vorsicht.
Warte. Lina. Lina, guck mal. Das ist cool. So, wir sind jetzt hier mit Lina ein bisschen spazieren, damit sie frische Luft bekommt. Und schaut mal, wie schön. Seht ihr das? Ja. Komm, Mausi. Komm. Was denn bei dir? Elin, wer bei dir? Ja, Lina, guck mal, du musst hier lang eigentlich. Guck mal, du musst von hier lang. Passiert nichts. Boah, Schatz, guck mal, wie viele Gänse. Siehst du diese ganzen Vögel da? Hätten wir Brot dabei, aber ich glaube, man darf die nicht füttern. Richtig schön, Leute. Schaut mal bitte. Hier musst du Lagerfeuer machen. Und hier sind so geile Häuser. Ups. Das sind keine Häuser, das sind Villen. So, so schön. Hier musst du hinkommen und ein Buch lesen. Schatz, guck mal, wie sauber das Wasser ist. Schatz, geh nicht da. Geh nicht da rein. Ich zeig nur, guck mal, wie sauber das ist. Lina, sollen wir im Sommer hier bitte machen? Schatz, guck mal, hier sind Muscheln. Lina kann Muscheln sammeln. Da. Lina, guck mal. So, wir sind jetzt bei den Möwen. Oh, die fliegen jetzt alle weg wegen uns. Schatz, die sind jetzt wegen uns weggeflogen. Hier musst du wohnen. Genau hier. Wir waren ja im Krankenhaus mit Lina und der Arzt meinte, das kann noch 2 Wochen dauern, 3 Wochen dauern. Also dieses Mal hat es jeden richtig getroffen. Das, was wir jetzt vom Arzt verschrieben bekommen haben, ist einmal hier Prospan für Lina. Aber sie meinte, das braucht jetzt auch nicht Wunder, also davon sollen wir auch nicht viel erwarten. Und noch was, was war das andere? Eins, ja? Bitte. Dann benutze ich für Lina immer das hier, Erkältungsbalsam. Ich schmier das immer hier an ihren Hals und mache da so ein Kopftuch drum. Sie hat noch was bekommen. Was war das? Ein Nasentropfen. Und ich weiß gar nicht, was das andere ist. Jetzt hier nochmal Erkältungsbalsam. Ich weiß nicht. Und sie hat noch einen Fiebersaft. Ja, dafür haben wir halt dieses Ambroxol benutzt, aber das hat nach einer Zeit natürlich nicht mehr geholfen. Ja, das war's auch. Wir haben halt noch was bekommen. Ich glaube, ich habe es heute weggeschmissen, die Verpackung. Ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall noch ein Fiebersaft. Ne, Mausi? Aber hier geht's wirklich... Ach, hier. Nurofen hat sie bekommen. Mit Erdbeergeschmack. Ja, das hat sie aber natürlich noch nicht bekommen, weil sie noch gar kein Fieber hatte. Aber halt sicherheitshalber haben wir das verschrieben bekommen. Ja, wenn es halt bis nächste Woche nicht besser wird, dann müssen wir nochmal zum Kinderarzt. Wir haben jetzt auch nochmal ein Schreiben bekommen wegen ihrem Befund. Ist halt scheiße, ne, dass das dieses Mal so lange anhält, weil sie hat das jetzt schon seit 3 Wochen oder so. Ja, wir machen jetzt auch, wir baden jetzt gleich und dann lege ich sie hin. Kuscheln wir, ne? Da wird halt nichts mehr gemacht. Genau, ansonsten wollte ich dieses Video für morgen bearbeiten, damit wir morgen einen Vlog hochladen können wieder mal. Ja.
Jetzt verabschiede ich mich von euch erstmal und lasse Felina ein Bad ein, damit sie jetzt ihr Erkältungsbad nehmen kann und runterkommt und you better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop.